Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch MB4 in der Deluxe Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und der Deluxe Edition, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Deluxe Edition, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. MB4 von Manuelsen, das Ganze heute am 14. Dezember erschienen. Der Vorgänger MB3 kam ja vor 4 Jahren raus, im Jahr 2014. Dazu gab es ebenfalls eine Box, die habe ich euch bereits vorgestellt. Und jetzt ist es an der Zeit für MB4. Wie wir auf den ersten Blick sehen, handelt es sich hier um eine etwas speziellere Variante. Wir haben hier keine reguläre Box, sondern wir haben hier eine ziemlich große Bauchtasche. Wir werden mal die Folie, die drumherum ist, hier öffnen. Aufpassen, dass wir nicht gleich auch die Tasche mit aufschneiden. Also, sehr interessante Variante hier geworden. So, also wir haben hier so eine braune Tasche mit schwarzem Aufdruck. Darüber so eine Banderole, erinnert mich etwas an die Shadowbox von 13439. Wir machen das mal hier seitlich ab. So, und bevor wir zur Tasche kommen, wir haben hier einmal das Cover auf diesem Papp, auf dieser Banderole hier aufgedruckt. Hier lesen wir oben: The Mighty König im Schatten Empire. Manuelsen MB4. Dann haben wir eben diesen hier viermal abgebildet. Auf der Rückseite haben wir Inhalt Limited Street Edition. Also Street Edition nennt sich das Ganze. Album MB4, Instrumentals MB4, KIS Beltbag, also König im Schatten. Sturmfeuerzeug, Poster A0, doppelseitig und Stickerset. Dann haben wir unten noch die Credits und einen Barcode. Gut, das Ganze wurde hier zugefalten. Schauen wir hier auch noch rein. Also hier haben wir nochmal die 4 Streifen von MB4. Und was haben wir hier noch? Viele haben uns ausgenutzt und haben von uns gegessen und zogen weg. Die Schweine haben verraten und vergessen, aber ich nicht. Okay, also mir fällt zu diesen Zeilen ein bestimmter Rapper ein. Ist die Frage, ob das eventuell an ihn gerichtet ist. Wahrscheinlich auch. Dürfte mehrere geben, die da irgendwie Manuelsen auf der Liste hat. Aber einer fällt uns ganz speziell. Gut, wir machen diese Banderole mal zur Seite und widmen uns der Tasche an sich. Wir haben hier so eine beige-braune Tasche. Es erinnert sofort, also beim ersten Blick, zumindest mich, an solche klassischen MCM-Taschen. Das Design hier sehr, sehr ähnlich. Allerdings eben statt MCM lesen wir hier König. Dann hier überall diese schwarzen Karos aufgedruckt. Und hier in der Mitte haben wir dann so eine Metallplakette, die sie hier noch mit Folie geschützt, damit das Ganze nicht sehr kratzt bei euch ankommt. Und wir sehen hier dann König in dieser glänzenden Metalloptik. Dann haben wir hier mit Gold diverse Reißverschlüsse. In diesem Fall glaube ich 2 Stück. Jawohl. Also einen innen und einen vorne. Rundherum alles voll in dieser MCM, in dieser König im Schatten Optik. Dann haben wir hier auch noch einen Anhänger, König. Und hier dann auch noch einmal Manuelsen. Wir werden das Ganze hier mal abmachen. So. Okay. Also wir haben es hier zu tun mit einer Bauchtasche bzw. Umhängetasche, hier mit einem Gurt und das Ganze dann hier mit dieser Plastikschnalle entsprechend zu schließen. Jawohl. Kann man dann um den Bauch, um die Hüfte, um die Schulter, wie auch immer machen. Und man hat hier natürlich dann auch noch so ein Teil, um das Ganze größenvariabel einzustellen. Aber jetzt erstmal genug zu der Tasche. Es wird Zeit, dass wir uns dem Inhalt widmen. Und zwar haben wir hier vorne ein kleines Täschchen, das ist innen schwarz, und dann haben wir noch das eigentliche Fach, also die große Tasche, und hier kommen wir dann zum Inhalt. Und zwar haben wir hier einmal das Poster, dann haben wir hier Sticker und noch mehr Sticker, die Instrumentals zum Album,
das Album an sich, das Feuerzeug, dann haben wir hier noch so ein kleines Gelpack drinnen, damit das Ganze nicht irgendwie beim Transport feucht wird oder generell irgendwie Schaden nimmt im Sinne von Flüssigkeiten. Und was lesen wir hier? König. Und auch hier nochmal ein Hinweis, und zwar haben wir es zu tun mit, steht gar kein Material, es steht nur Artikelnummer MB4 Urban GmbH Made in PRC, also in China das Ganze hergestellt. Ich finde jetzt nur keinen genauen Hinweis zum Material, aber ist mir auch in dem Fall relativ egal. Gut, soviel zur Tasche, genug dazu, wir kommen jetzt mal zum eigentlichen Inhalt, und zwar zum Album an sich. Dieses eingeschweißt werden wir mal hier aus der Folie befreien. Also ich glaube, dieses Unboxing ist eine absolute Premiere, alleine schon für mich jetzt, weil ich immer bis jetzt mit dem Album angefangen habe. Nur in diesem Fall habe ich euch mal die Tasche zuerst gezeigt. Und jetzt an zweiter Stelle das Album. Okay. Also wir haben hier ein Standard Jewel Case, so sieht das aus, hier mit diesem schwarzen Balken und den Flammen. Diese Flammenoptik kennen wir schon von dieser Banderole. Hier haben wir wieder MB4 Manuelsen stehen, auf der Seite ebenso, auf der Seite ebenso und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben insgesamt 17 Tracks an der Zahl und wir haben jede Menge Features. Wir haben Features von Asimemo, Twin, Motrip, Alias, Flair, Remo, Bato, Luciano, Rola, Massiv, Kes und Karbal. Also ohne Ende Features. Credits haben wir hier auch drauf. Dann schauen wir mal hinein ins Booklet. So, wir haben hier in diesem Stil, in dieser Schwarz, in dieser Rauchoptik und diesen Flammen die Tracks im Detail, wer hat das Ganze produziert, wer war daran beteiligt. Dann hier Manuelsen auf seiner Maschine. Jawohl. 17 Tracks hier aufgeschlüsselt. Und zum Schluss gibt es dann noch die Credits. Die CD ist in schwarz gehalten, auch hier wieder mit der Flammenoptik, mit weißem Aufdruck dann das MB4. Und das gefällt mir richtig gut. Also die Rückseite nicht klassisch in diesem Silber, sondern in so einem schwarz-dunkelviolett gehalten, gefällt mir richtig gut. Hier haben wir dann noch die vier Striche. Also ich bin ein absoluter Fan, wenn man die CDs einfärbt, schön gemacht. Dann haben wir die Instrumentals, die kommen in einem Digisleeve, in einer Papphülle, sind von Artwork her ähnlich hier mit diesen Flammen. Auf der Rückseite haben wir dann wieder 17 Tracks aufgelistet und die Credits. Dann schauen wir mal hinein. So sieht die Instrumental Disc aus. Jawohl, diese ebenfalls eingefärbt. Relativ selten der Fall, wenn, dann ist oftmals so die Album-CD eingefärbt, in diesem Fall auch die Instrumental-CD. Sehr schön. Solche Details gefallen mir immer gut. Dann haben wir Sticker, und zwar haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sticker. Wir haben hier dreimal diesen MB4 Sticker, Manuelsen MB4 Sticker, quadratisch. Und dann haben wir ebenfalls dreifach quadratisch diesen König im Schatten Sticker hier. So sieht das aus. Also 6 Sticker, allesamt quadratisch. Dann hatten wir schon länger nicht mehr ein Feuerzeug, in diesem Fall so ein Zippo, so ein Sturmfeuerzeug. Kommt in so einem kleinen Karton hier. Ja, diese Bedienungsanleitung erspare ich euch jetzt mal, oder diesen Hinweis-Beipackzettel. Und zwar haben wir hier ein schwarzes Feuerzeug mit silbernem Aufdruck, König im Schatten Records, lesen wir hier. Rückseite blank, das Ganze geht dann hier aufzuklappen. Ja, Feuerstein und so ist natürlich alles am Start. Allerdings wird das jetzt nicht gehen, denn das Ganze ist nicht befüllt. Hat den Grund, dass diese Dinger nicht befüllt verschickt werden dürfen, weil es dann irgendwie
beim Versand oder so zu Problemen kommen könnte. Da könnte ja irgendwie das Paket dann Feuer fangen, das Ganze könnte explodieren, wie auch immer. Das ist zu gefährlich. Deswegen kommen die immer ungefüllt bei euch an. Einfach mit so einer Reserveflasche unten anfüllen und dann verwenden. Gut. Und zum Abschluss, als letzten Boxinhalt, haben wir, auch wenn es schon irgendwie merkwürdig knisternd knirscht, okay, ich habe kein gutes Gefühl dabei, denn meistens, wenn es so knirscht, bedeutet das, dass das Ganze nicht ganz trocken wurde, aber wir schauen mal. Vielleicht bin ich da jetzt auch zu paranoid. Schaut gut aus. Ja, okay. Also, das Knistern war nicht bezüglich feuchten Papiers, sondern war wirklich nur, weil das Ganze so riesig ist. Also, wie man es von Manuelsen kennt, Mr. Anul Poster hatte sich nicht nehmen lassen, natürlich nicht, bei seinem Album wieder mal ein Anul Poster mit reinzupacken. Es ist riesengroß. Wir haben hier das Cover in Hochformat. Es fällt mir echt schwer, euch das in seinem gesamten Ausmaß zu zeigen. So, also, so sieht das dann hier unten aus. MB4 mit dieser Flammenoptik, darunter noch die Credits. Und das Ganze ist einseitig, nein, das Ganze ist doppelseitig gedruckt. Bedeutet, wir haben auf der Rückseite ebenfalls einen Anul-Aufdruck und diesen auch im Querformat. Bedeutet, ihr könnt dieses Poster entweder im Hochformat oder im Querformat verwenden. Es ist echt eine riesen Tapete. Wie gesagt, Anul das Ganze. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Auch diese Seite hier in dieser Flammenoptik, MB4 und darunter dann die Album-Credits. Okay. Dann packen wir das Ganze mal wieder zusammen. Gut, ich lasse es jetzt mal so liegen, bevor ich dann noch irgendwie falsch weitermache und das Ganze irgendwie unrechtmäßig zusammenfalte. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box bzw. in der Tasche befindet. Einmal das eben gezeigte Poster A0 doppelseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Dann haben wir hier das Feuerzeug, das König im Schatten Feuerzeug. Sticker, 6 Stück, zwei verschiedene Motive, also jeweils dreifach drinnen, quadratisch. Dann haben wir die Instrumentals im Digisleeve in der Papphülle. Das Album an sich, MB4 im Standard Jewel Case mit 17 Tracks. Und das alles in dieser wunderbaren Tasche. MB4 von Manuelsen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Street Edition? Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Manuelsen unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.